Heute möchte ich dir zeigen, wie ich einen Blues auf der Gitarre zusammenbaue. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, hallo, ich bin's, der Michel von der Online-Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Ja, heute möchte ich dir einfach mal zeigen, wie ich eigentlich meistens immer so vorgehe, wenn ich mir zum Beispiel so einen Blues zusammenbaue. Wobei das auch für viele andere Stücke auch gilt. Und du wirst hier so zahlreiche Tipps finden, wie du eigentlich selbst ganz cool solche bluesigen Sachen und sowas zusammenbauen kannst. Ich würde mal sagen, meine wichtigsten Punkte in diesem Video einfach mal erklären, dass es für mich bluesig klingt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ach ja, ganz wichtig, die Noten, Tabulaturen und so weiter von diesem Bluesstück, das du jetzt auch eingangs gehört hast, findest du natürlich auch wieder auf meinem Blog. Und der Link liegt einmal hier in der Infobox und unten in der Videobeschreibung. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Als erstes überlege ich mir natürlich schon mal, welcher Tonart ich spielen möchte. Die Tonart E, was mir immer am nächsten liegt. Ja, und das spiele ich erstmal meinen Basston. One, two, einfach mal so Viertel. So, jetzt baue ich meinen Akkord mit rein, den E-Dur-Akkord. Und dazu zupfe ich einmal abwechselnd die E- und B-Seite und einmal die B- oder deutsche H-Seite und die G-Seite an, ja? Jetzt habe ich eigentlich schon einen ziemlich coolen Effekt. Beim Blues immer ganz gut ist, von Moll auf Dur. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine G-Seite anschlage, dann nehme ich meinen Zeigefinger nochmal ab und spiele die leere G-Seite und hämmer dann auf den ersten Bund. Das ist ja auch zum Beispiel E-Moll-Akkord, E-Dur-Akkord, ja? Also könnte ich dann spielen. Was auch ein ziemlich cooler Effekt ist, ist, wenn ich zum Beispiel von der Sechste auf die Septime spiele. Terzen und die Septime, das sind so ziemlich mit die wichtigsten Töne in einem Blues, ja? Und dann könnte ich einfach hier zum Beispiel vom zweiten Bund, von der großen Sechsten, den Ton Cis, auf die Siebte den Ton D. Und dadurch erhalte ich hier einen E7-Akkord. Ich baue das jetzt einfach in meinen Riff mit rein. So, mein Akkord noch ein bisschen fertig gespielt. Und am Schluss baue ich mir noch so einen kleinen Lick rein. Da gehe ich auch wieder über die Septime. Das wäre in dem Fall dann einfach diesmal die leere D-Seite. Und hämmer auf den zweiten Bund, auf den Grundton und lege dann meinen Akkord, ja? Sieht mein ganzer Riff so aus. 3, 4. Das Ganze wiederhole ich. Und als letzten, damit ich jetzt nicht zu eintönig klinge, spiele ich dann am Schluss keinen E-Dur-Akkord, sondern einen E7-Akkord. Jetzt geht's auf A-Dur. Ich bleibe bei meinem Riff. Ich spiele einen A7-Akkord. Ja, und jetzt mache ich wieder das, was ich vorhin schon gemacht habe, von der Sechsten auf die Septime. Das heißt, vom Ton Fis auf den Ton G. Das ist nämlich die kleine Septime und löst das Ganze wieder auf A-Dur auf. Und abschließend baue ich mir diesmal die Pentatonic-Scale rein, aber weil ich ja immer noch in A bin, lasse ich meinen A-Bass einfach weiterlaufen. Sieht der ganze A-Dur-Akkord so aus. Und dann geht's wieder auf meinen E-Riff. So, jetzt geht's auf B7. Und da rutsche ich wieder auf die Terz. Auf die Mollterz, ja. Allgemein ist ein guter Effekt immer beim Blues, wenn du zum Beispiel einen Blues in Dur hast, was wir jetzt haben, und du baust in deiner Improvisation oder in deinem Rhythmus einfach die Mollterz mit rein. Oder der nächste gute Effekt hatten wir vorhin schon, von der Mollterz auf die Durterz. Ja? Das heißt also B-Akkord nochmal.
Jetzt gehe ich auf meinen A7-Akkord wieder, spiele denselben Riff, den ich schon mal hatte. Na, das war wieder von der 6. auf die 7. Und am Schluss baue ich mir so einen kleinen Turnaround rein, so typischer Standard. Das heißt, 4. Bund auf der G-Seite, 3. Bund, 2. Bund, 1. Bund. Ja, und auflösen durch das Ganze auf E-Moll und B7. Der Turnaround. Und noch einmal der ganze Blues. Wie schon gesagt, du findest den kompletten Blues auf meinem Blog. Der Link liegt einmal hier in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Ja, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Bluesstück und wir sehen uns dann in der nächsten Lesson. Bis dahin sage ich Ciao, der Michel.